Ja, herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Es ist Bürgermeisterwahl und sie ist in Bad Segeberg am 1. November. Wir haben die drei Kandidaten hier, Toni Köppen, Marli Stargardt, Dieter Schönfeld. Und wir haben uns schon über eine erste Sendung gefreut, die ich Ihnen gerne nahelegen möchte. Mit den bösen Fragen ab heute kommen die wirklichen Sachfragen. Und damit fangen wir gleich an. Und damit ich Sie nicht verschrecke, es gibt diesen wunderbaren Stadtmagazin-Wecker. Eine Minute hat jeder der Kandidaten Zeit, sich zu den Themen zu äußern, damit es hier auch richtig schnell geht. Und mehr als ein Ja und ein Nein und eine gute Erklärung wollen wir ja auch gar nicht wissen. Wir haben letztes Mal angefangen, immer mit der Reihe beginnt mit Herrn Köppen. Wir machen das diesmal einfach umgedreht. Wir fangen mit dem Amtsinhaber an. Herr Schönfeld, wir haben uns auf eine Minute geeinigt zur Antwort. Das Thema ist Klimawandel. Was muss Bad Segeberg tun? Wir haben eine schwierige Aufgabe gestellt. Das große Problem Klimafrage in einer Minute erschöpfend zu erklären, ist schwierig. Vorangestellt die gute Nachricht. Bad Segeberg ist immer noch Luftkurort, hat also insgesamt gute Werte. Ändert aber nichts daran, dass wir damit nicht zufrieden sind, sondern darauf hinwirken wollen, durch technische Verbesserungen, durch Appelle an unsere Bürger, in Erwartung an unsere Landesregierung, dass sie endlich die Autobahn baut, damit die vielen Autos, die gar nicht in Bad Segeberg ein Ziel suchen oder hier einkaufen wollen, sondern nur durchfahren, dass die um uns herum fahren, um die damit verbundenen Belastungen woanders abzuladen. Im Übrigen der Appell an alle Autofahrer, gehen Sie öfter mal zu Fuß, fahren Sie auch mal Fahrrad, nutzen Sie den öffentlichen Personennahverkehr. Ich spiele wieder das Minutenspiel. Das Thema ist Klimawandel. Was muss Bad Segeberg tun? Marli Stargardt, bitte. Also zuerst einmal sollten wir prüfen, ob wir unsere Ressourcen schon ausreichend genutzt haben. Also haben wir alle städtischen Gebäude mit Solar- oder Photovoltaiktechnik genutzt oder alle Flächen diesbezüglich. Aber auch die kleinen Dinge, also zum Beispiel sowas wie Mülltrennung in den städtischen Schulen, halte ich gerade, wenn wir sagen, wir haben Klimanotstand ausgerufen, für ja unerlässlich. Also das muss einfach passieren. Das sind so die Dinge, ja, und ansonsten kann ich einfach sagen, mehr Fahrrad fahren, mehr E-Mobilität überhaupt fördern, das sind die Punkte, die wir in den nächsten Jahren wirklich ganz hart angehen müssen. Ich gebe die Frage weiter, Toni Köppen, es geht um Klimawandel, was muss Bad Segeberg tun? Als Dritter am Bunde ist es natürlich immer schwierig, weil ich auch nicht Gesagtes wiederholen möchte. Da sind viele gute Sachen dabei. Klar ist aber auch, dass Klimaneutralität nur erreicht werden kann, wenn dort Stadt und auch Bürgerinnen und Bürger an einem Strang ziehen und das Bewusstsein dafür geschaffen wird, dass sich etwas verändern muss. Und dazu gehören meinetwegen auch moderne Lösungen, moderne Konzepte. Wir reden über Shared Space-Projekte in der Stadt, die sich realisieren lassen würden. Wir reden vielleicht auch darüber, mal Straßen an einem Wochenende für den Verkehr zu sperren, um dort mit den Abgasen dementsprechend etwas herunterzukommen. Also es gibt viele, viele Dinge, glaube ich, die wir anstoßen können. Moderne Lösungen, zukunftsorientierte Lösungen. Und ich glaube, gemeinsam kriegen wir das auf einen guten Weg. Ich glaube, das war schon der Wahlslogan von Ihrer Mitkandidatin, ne? Als ich es sagte, merkte ich es auch. Schon abgebremst. Das war der Augenblick, wo es intern schwierig wurde. Ne? Ja, das zweite Thema schließt sich eigentlich an dieser Stelle sehr gut an. Auch gebracht von den Bürgern. Und das hat Frau Stargardt eben schon eigentlich mit aufgefangen. Die Frage ist, Herr Schönfeld, wir haben Klimanotstand, aber in den Schulen keine Mülltrennung. Warum nicht? Die Mülltrennung in den Schulen ist praktiziert worden und hat zu erheblichen
Fehlverwendungen geführt. Die Schülerinnen und Schüler haben das nicht so organisieren können, so beachten können, wie es notwendig war. Wenn es auch nur ein oder zwei Fehlbefüllungen gibt, dann ist es keine echte Trennung. Und insofern ist das in den Schulen eingestellt worden. Kurze, klare Antwort. Ich stelle die Frage, auch wenn Sie das schon angesprochen haben, vielleicht kann man da noch konkretisieren. Ich stelle es nochmal auch an Marlies Stargardt. Ich habe in der letzten Zeit viele Gespräche dazu gehabt, einfach auch im Austausch mit den Bürgerinnen. Und ich muss ehrlich sagen, mich fasst das auch als Mutter an. Weil wir bringen als Mütter unseren Kindern zu Hause die Mülltrennung bei. Ja? Und die lernen das von der Höhe ab. Also, und die kommen in die Schule und dann müssen sie plötzlich den Müll nicht trennen. Die stellen diese Frage auch zu Hause. Also gerade auch die Grundschüler stellen solche Fragen auch zu Hause. Ich finde es unmöglich, weil wir einfach damit auch ein schlechtes Vorbild abgeben. Und für mich muss das sein. Und wenn es dort auch irgendwelche Fehlsortierungen gegeben hat, sorry, da müssen wir es nachhalten. Aber das können wir uns heute nicht erlauben, dass wir einfach sagen, wir trennen keinen Müll in der Schule. Toni Köppen, Sie haben in dieser Runde die unangenehme Aufgabe der dritten Wahl. Wird sich auch wieder ändern, kann ich Ihnen versprechen. Thema Klimanotstand, aber keine Mülltrennung in den Schulen in Bad Segeberg. Also über Mülltrennung haben wir jetzt ja schon einiges gehört. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, ist das Thema Müllvermeidung. Denn letzten Endes, wenn wir Müll vermeiden können, haben wir auch weniger zu trennen. Da reden wir über Wasserspender an den Schulen mit wiederverwendbaren Trinkflaschen beispielsweise, um Müll zu reduzieren. Man könnte darüber reden, dass man an den Schulen Projekte auslobt, letzten Endes für die sauberste Schule oder die Schule, die den Müll am besten getrennt hat und da einen Wettbewerb in den Schulen schaffen. Ich glaube auch, dass junge Menschen gerade in diesem Wettbewerbserlebnis zu Höchstleistungen fähig sind. Ich glaube, Mülltrennung ist das eine, Müllvermeidung das andere. Ich glaube, nur zusammen kann man das Ganze sinnvoll dann auch wirklich umsetzen. Sie waren schon wieder bei Gemeinsames. Ist aber auch ein guter Slogan. Gemeinsam ist vieles besser zu Vielleicht einigen wir uns ja noch auf ein gemeinsames Plakat am Ende. Ich bin sehr gespannt. Das nächste Thema in dieser Runde, auch das ist schon gefallen, aber das würde ich gerne konkretisieren. Die Zukunft von Bad Segeberg mit der A20. Wo sind die Zukunftschancen für Bad Segeberg? Die Zukunftschancen für Bad Segeberg liegen natürlich in erster Linie im Handlungsfeld der Landesregierung. Man darf sich ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass es seit 1996 das Bestreben gibt, diese Straße zu bauen und immer wieder Störungen in der Handlungsfindung innerhalb der Landesregierung. Es ist ja leider kein einheitliches Bild. Und auch das Verhalten der Naturschutzverbände ist nicht sehr freundlich, wenn eine Zusammenarbeit und eine Kompromisslösung nicht angestrebt wird. Die Ansage unseres Ministerpräsidenten vor 2 Jahren beim Neujahrsempfang, dass es 2029 losgeht, hat mich schockiert. Ich bin der Auffassung, es muss deutlich beschleunigt werden, mit allem Nachdruck. Die DGIS, die sehr erfolgreich in anderen Teilen Deutschlands war, hat jetzt den Auftrag, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und uns ein baldiges Erfolgserlebnis im Bau der Autobahn. Das war auf den Punkt. Wir spielen uns langsam ein. Marlies Stargardt, wo geht die Zukunft Bad Segebergs mit der A20 hin? Ja, wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht abgehängt werden. Das bedeutet, wir müssen dafür sorgen, dass wir die Attraktivität der Stadt hochhalten. Nicht nur mit Karl-May, sondern auch vor allen Dingen in der Innenstadt. Also sonst nutzt man irgendwann ganz schnell unsere günstige Infrastruktur, um von hier wegzukommen, anstatt hierher zu kommen und hier zu verweilen. Das bedeutet, wir brauchen Stadtmarketing und eine Wirtschaftsförderung in der Stadt für Bad Segeberg, um uns dort für die Zukunft bereit zu machen. Ja, ich sagte es bereits, sonst werden wir abgehängt. Also jetzt ist die Zeit, die Zukunft zu gestalten, und zwar mit der A20.
Die 15 Sekunden dürfen wir alle nehmen für ein Glas Wasser. Aber ich reiche sie nochmal weiter an Toni Köppen, die Zukunft von Bad Segeberg mit der A20. Also Bad Segeberg ist, wenn man das mal von der Lage betrachtet, ja das Herz von Schleswig-Holstein. Blickt man Richtung Hamburg, blickt man Richtung Lübeck, blickt man Richtung Kiel. Und ein gutes Herz kann ja nur funktionieren, wenn wir starke Venen, dementsprechend auch eine Autobahn, starke Autobahnanbindung haben. Ich glaube, das ist für den Wirtschaftsstandort Region Bad Segeberg, weil da können wir, glaube ich, nicht nur Bad Segeberg einzeln betrachten, sondern auch die Region drumherum mit im Blick haben. Es ist zwingend erforderlich, um auch attraktiv für Unternehmen zu sein, um attraktiv für Wirtschaft zu sein. Gerade der Ostkreis ist da ja eher dünn besiedelt und da gibt es durchaus noch Potenziale, was man nutzen könnte, wovon dann auch unmittelbar Bad Segeberg profitieren würde. Von der Entlastung des Verkehrs in der Innenstadt mal ganz abgesehen. Vielen Dank. Da schließt sich dann auch eine ganz schnelle Frage an, also wenn es darum geht, was passiert, wenn die Straßen da sind und wenn man dann nicht nur herkommen kann, sondern auch weg. Die Frage der Bürger ist, und ich fange wieder an bei Herrn Schönfeld, welche Konzepte haben Sie, damit die jungen Menschen bleiben? Zu den Konzepten für junge Menschen und überhaupt für alle Generationen gehört ein gutes Angebot an Freizeitgestaltung, Kultur und Kunst, aber auch gute Einkaufsmöglichkeiten, gute Schulen, gute Kindertagesstätten. Das sind die Voraussetzungen dafür, dass Menschen sich hier wohlfühlen können. Und ganz wichtig ein Thema, Wohnungsbau möglichst barrierearm oder ganz barrierefrei an vielen Stellen, wo neu gebaut wird. Nicht zu vergessen auch sozialer Wohnungsbau, um sicherzugehen, dass auch Menschen mit kleinem Geldbeutel hier eine Chance haben, wohnen zu können und dazu beizutragen, dass die Stadt wächst, sich weiterentwickelt und auch generationsübergreifend ein Zuhause findet und sich gegenseitig ergänzt. Ich finde es schade, wenn die gesellschaftliche Ordnung sich immer stärker zerfleddert. Deshalb kommt es darauf an, darauf hinzuwirken, dass es ein stärkeres Miteinander gibt. Ich habe schon wieder das Wort Miteinander gehört. Aber nicht gemeinsam. Aber nicht gemeinsam. Also ich war schon in der Lage, das zu variieren. Das war gerade haarscharf drumherum. Marlies Stargardt, Sie sind die Einzigen, die dieses Motto, glaube ich, noch nicht gebracht hat, was Sie auf den Plakaten sehen. Welche Konzepte haben Sie, damit die jungen Menschen bleiben? Also das Erste ist, besser zuhören, was die jungen Menschen wollen. Manchmal sind wir einfach nicht auf dem Punkt und am Bedarf vorbei. Und das ist mir die letzten Wochen einfach auch umso klarer geworden im Austausch miteinander. Hier müssen wir, wir dürfen nicht bei Wünsch dir was sein und den jungen Leuten sonst irgendetwas anbieten, was wir nachher nicht halten können. Das wäre verantwortungslos. Sondern wir müssen gemeinsam mit den jungen Menschen gucken, was wird gebraucht. Und natürlich hat Herr Schönfeld recht, wir brauchen günstigen Wohnraum. Ich frage mich allerdings so ein bisschen provokant, wo wollen wir den noch hinbauen? Denn so viel Fläche hat Bad Segeberg nicht mehr und da müssen wir einfach deutlich geschickter damit umgehen. War das gemeinsam? Es war gemeinsam. Ich hab aus den Augenwinkeln es schon vernommen. Toni Köppen, die gleiche Frage. Welche Konzepte haben Sie, damit die jungen Menschen in Bad Segeberg bleiben? Also wir haben ja in den letzten Jahren viele junge Menschen verloren tatsächlich. Das ist ganz einfach Fakt. Und es darf nicht nur darum gehen, die jungen Menschen, die wir jetzt hier haben, zu halten, sondern wir müssen auch Lösungen haben, damit die weggegangen sind, wieder zurückkommen. Und befragt man mal die Menschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie wieder zurückkommen, weil es hier halt sehr schön ist. Die jungen Leute, so wurde es mir zugetragen, brauchen Plätze, wo sie sich wohlfühlen können, wo sie unter sich sein können, wo sie jung sein dürfen. Das gibt es mit dem Jugendzentrum Mühle nicht mehr in der Form. Also ich bin da vor Ort gewesen. Da waren keine Besucher. Das mag an der Lage liegen, das mag an den Räumlichkeiten liegen. Ich glaube, da muss der Fokus liegen. Wir müssen, glaube ich, die Jugend mehr beteiligen, die jungen Menschen mehr beteiligen und tatsächlich, wie schon gesagt wurde, mehr hören, was die jungen Leute bewegt,
und das auch berücksichtigen. So, wir kommen zur nächsten Frage. Eine Frage, bei der jeder Bürgermeister und Bürgermeisterkandidat innerlich mit den Händen klatscht, weil da kann er 100 Kameraden und 100 Frauen von Kameraden mitnehmen. Das Thema Neubau und Modernisierung Feuerwehr. Herr Schönfeld, eine Minute dafür. Die Feuerwehr ist die größte ehrenamtliche Organisation im Lande und sie leistet hervorragende Dienste. Für mich völlig unvorstellbar, dass es die irgendwann nicht mehr gibt oder nicht ausreichend gut ausgestattet. Insofern wird die großartige Leistung, die dort erbracht wird, von vielen in dem Ausmaß gar nicht wahrgenommen. Wenn ein großes Feuerwehrhaus gebraucht wird, mit normgerechter Größe, mit normgerechten Feuerwehrfahrzeugen und entsprechenden Schutzeinrichtungen für die Menschen, die ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren, wenn sie unsere Leben retten wollen, dann muss uns das Geld wert sein, was dafür notwendig ist. Deshalb stehe ich hundertprozentig zu dem Vorhaben und wünsche mir mit Nachdruck, dass das erledigt wird. Mir ist bewusst, dass die Bearbeitungsfrist mit europaweiter Ausschreibung und Vollzug bis 2024 dauern wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir dann auch dort ankommen. Ich habe es gewusst, knapp an die Uhrzeit ran, weil das ist das Lieblingsthema eines jeden Bürgermeisters und Kandidaten. Das ist auch eine schwierige Sache, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Bei 15 Millionen schrecken alle zusammen. Aber wir sind ja nicht alleine dabei, das ist ja woanders auch so. Marlies Stargardt, eine Minute für den Neubau und die Modernisierung der Feuerwehr. Ich bin der Meinung, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Feuerwehrkameraden dort mit allem ausgestattet sind, was wirklich sein muss und auch ein bisschen mehr. Weil wir können nicht dankbar genug sein für dieses Ehrenamt, was die leisten. Und es darf nie wieder vorkommen, dass irgendjemand dort mal nachfragt, ob das wirklich notwendig ist, dass bei den Jugendfeuerwehrkabinen auch für Mädchen und Jungs Kabinen da sind und ob die nicht in eine Kabine dürfen. Sondern das muss uns wirklich das Geld wert sein. Und das sage ich übrigens nicht nur als Bürgermeisterkandidatin, sondern auch als Vertreterin aus der Versicherungsbranche. Denn die sorgen dafür, dass wir sicher sind. Und dafür müssen wir wirklich alles tun. Und zwar gemeinsam. Toni Köppen, Ihnen bleibt die unangenehme. Also wenn Sie jetzt noch was drauflegen wollen, dürfte es wahrscheinlich ein zweiter Mannschaftswagen oder... es wird schwer, aber ich bin gespannt. Also wer sich mal über den Verwaltungsneubau gut informiert hat und sich mal hat erklären lassen, wo denn die Bedarfe liegen, der wird relativ schnell feststellen, dass der geplante Bau zweckmäßig und richtig ist in dieser Form. Auch ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen. Denn wir dürfen dabei eins ja nicht vergessen, dass sich Feuerwehrwesen auch in den kommenden Jahren mit großer Sicherheit verändern wird und auch in Bad Segeberg hier verändern wird. Das Ehrenamt im Allgemeinen ist auch vor vielfältigen Herausforderungen und Veränderungen und das betrifft natürlich auch das Feuerwehrwesen im Allgemeinen. Und deswegen ist es richtig und wichtig, jetzt auch schon mal in die Zukunft zu schauen. Das heißt, wo werden wir uns gegebenenfalls hinentwickeln, 2030, so als magische Grenze und wie wird Feuerwehr dort tätig sein, aufgestellt sein und da tun wir gut daran, heute zu investieren. Der zweite Gerätewagen war nicht drin. Den Fitnessraum, wäre es noch gewesen. Ja, und beim Geld ausgeben machen wir auch gleich weiter. Die Frage in dieser Runde beginnt mit Dieter Schönfeld. Das Thema Hallenbad sanieren. Sie sind dran. Die Sanierung des Hallenbades ist nach der langen Nutzungsdauer, die das Bad schon hinter sich hat, zwingend notwendig. Zurzeit laufen gerade die gutachtlichen Untersuchungen über die Tragfähigkeit der Deckenkonstruktion in der Hoffnung, dass bis zum endgültigen Neubeginn der Sanierung der Badebetrieb wieder aufgenommen werden kann. Es ist nicht ganz preiswert, aber erfreulicherweise wird mit 5,1 Millionen Euro die Maßnahme vom Land gefördert. Einen Neubau hätten wir nicht gefördert gekriegt. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit der bisherigen Ausgangssituation, dass wir dann voraussichtlich in 2 Jahren mit dem
Sanierungsbau beginnen können. Es wird dann leider eine längere Unterbrechung geben. Aber ich bin sehr dafür, dass das Hallenbad für die Bürgerinnen und Bürger und auch die Schülerinnen und Schüler, die dort auch schwimmen lernen sollen, erhalten bleibt. Die eine Minute, das Hallenbad sanieren, Mali Stargardt. Ja, die Entscheidung ist längst gefallen und selbstverständlich respektiere ich die Entscheidung unserer Stadtvertretung, dass das Hallenbad saniert wird. Dennoch gucke ich mit Sorge auf die vorübergehende Schließung und frage mich, wie wir das Ganze kompensieren wollen. Ich frage mich auch, ob ein Neubau sinnvoll gewesen wäre, ob man das hätte hinbekommen können. Aber die Frage stellt sich eben gar nicht. Das Thema ist nur, ich wünsche mir für solche Projekte zukünftig einfach, dass wir uns der Konsequenz bewusst sind, was passiert, wenn wir unser Hallenbad schließen. Dann ist es auch ein interkultureller Treffpunkt, es ist ein Therapietreffpunkt, es ist für unsere Schülerinnen und Schüler und deswegen ist es wichtig für unsere Gesellschaft. Wir brauchen das und ich wünsche mir einfach, dass wir zukünftig bei solchen Sachen auch größer und regionaler denken, vielleicht auch mit Waldstedt gemeinsam. Ja, wir sind nah dran an der Minute. Und wir haben die eine Minute noch für Toni Köppen. Ja, die verbliebene Minute, weil es ist eigentlich schon alles gesagt. Die Entscheidung ist gefallen, es wird saniert. Der Plan ist da, wann wir wo, wie sanieren wollen und wie die Konsequenzen daraus sind, die sich dort ergeben. Für mich persönlich, ich hätte tatsächlich einen Hallenneubau erwogen und für gut befunden, auch allein um dieses schöne Grundstück dort der jetzigen Halle anderweitig zu nutzen. Aber es ist mehrheitlich so entschieden worden und dem beuge ich mich natürlich und akzeptiere das. Ich beuge mich auch. Das waren unsere Fragen im zweiten Durchgang. Und ich sage danke. Das war kurz und knapp auf den Punkt mit der einen Minute. Genau das machen wir weiter. Und wenn Sie wissen möchten, was die Kandidaten sagen zum Thema Finanzen in Bad Segeberg, Fahrradwege, wie Bad Segeberg schöner gemacht werden soll oder die Innenstadtentwicklung, dann freue ich mich auf die nächste Woche beim Stadtmagazin Becker. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.